So, liebe Leute, heute geht's weiter mit dem nächsten Spiel und es geht nach Barcelona zum großen FC Barcelona. Ja, je nachdem, wie das heute alles so ausgeht, können wir tatsächlich sogar Herbstmeister werden. Wir haben jetzt 13 Siege aus 15 Spielen, 41 Punkte. Ihr seht es selber. Der Gegner, Konkurrent hat 34, Atletico, die haben wir ja direkt null geschlagen. Ja, es sind 7 Zähler. Na gut, wie dem auch sei. Wir wollen heute natürlich Barcelona schlagen und die auch wieder so ein bisschen aus der Distanz halten. Aber es wird nicht schwer. Und dann geht es gegen den FC Sevilla. Also Barca und Sevilla jetzt als nächstes. So, Pressekonferenz brauche ich nicht. Soweit, so gut. Warum brauchen wir nichts ändern? Auf geht's. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema und das ist dieses Spiel. Freuen Sie sich auf Barcelona gegen Athletic Bilbao. So ist es. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans, aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. FC Barcelona gegen Athletic Bilbao. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Barcelona hat, was die Taktik angeht, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren Bahnbrechendes geleistet. Absolut. Speziell die Ära unter Pep Guardiola von 2008 bis 2012. Sie ist natürlich unvergessen. Titel ohne Ende. Fußball vom anderen Stern, das war überragend. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Marc-André ter Stegen im Tor. Frenkie de Jong steht gemeinsam mit Franck Kessié im Zentrum. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Na gut, wir nehmen es einfach gerade mal ein bisschen die Atmosphäre mit, deswegen habe ich jetzt einfach mal gerade ein bisschen die Klappe gehalten. Ja, wenn wir gewinnen heute, sind es immerhin schon 13 Zähler auf Barca. Aber das ist jetzt zumindest der nächste Mega-Prüfstein nach Real und Atletico. Jetzt das nächste Top-Team. Barca, auf geht's. Oh ja, ja, ich habe mir überlegt, versuch's da oder versuch's nicht. Lewandowski. Dembele. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Lewandowski, den muss er machen. Und 1-0 Barca! Jetzt ist der Jubel groß. Ballverlust und wir haben es im Intro-Video schon so ein bisschen gesehen oder haben wir Teaser schon gesehen. Lewandowski trifft für Barca. Vierter. Kurze Ecke, ja, wir sehen es hier. Das war viel zu einfach. Und da macht es Lewandowski. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, wir sollten uns nicht so sicher sein, dass wir solche Dinge mitnehmen. Muni, ja, ihn. Er sucht die entscheidende Lücke. Ja, das ist es halt. Die findest du erstmal nicht. Oh ja, sag mal! Abstoß, oder? Oder Ecke? Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Es gibt Abstoß. Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will. Der trifft. Ja, wir rennen im frühen Rückstand hier in Barcelona hinterher nach diesem Fehler. Alba jetzt am Ball. Alba. Dembele ist das jetzt. Warum läuft der Mitte? Achtung, der hat das halt so vorbereitet. Da erobert er den Ball.
Iñaki. Tolles Dribbling. Da sind sie alle. Iñaki! Muss der Ausgleich sein. Oh nein, was ist er? Eben nicht. Sichere Parade. Garcia. De Jong. Sergi Roberto. Das ist alles zu einfach. Wir müssen es. Wir wollen das Ding zufällig zu viel ins Tor tragen. Wenn der Verteidiger holt sich den Ball. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. So. Die Chance. Yes! Sanchez, 1-1. Sanchez. Ja, kein Abseits wohl. Und dann hat er die Zeit und kann sich die Ecke nach außen suchen und legt den aber ins kurze Eck. Das Ding ohne Chance. Passt. Eins-eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jo, passt auf jeden Fall. Rapinha. Ja, der Jong. Und ich glaube, was denn? Jerai Alvarez war's. Unai Vencedor. Im Estadio Mestalla ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben Valencia, das oder? Erste Tor für Atletico Madrid. Neuer ja. Spielstand damit 1-0. 25 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Info. In Valencia, wo wir ja 4-0 gewonnen haben. Garcia. Und jetzt Lewandowski. Ball bei Rafinha. Spiel zurück auf Lewandowski. Und Giray. Kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Mit ja, Barca steht jetzt gerade so ein bisschen besser. Stehen jetzt richtig gut da. Jetzt Robert Lewandowski. Und die machen den Druck halt, dass wir nicht wirklich rausspielen können. Nicht unsere. Unai. Das gibt Gelb. Und es gibt Freistoß, war kein Elfmeter. Oh ja, aber. Die ist auch richtig, das Foul ist richtig. Einfach zu spät. Zu spät herangekommen. Iñaki. Sanchez. Sanchez, der hat doch eben schon, der hat doch eben schon. Und jetzt wird man mit 2-1 in Barcelona. Ein astreiner Konter. Und der offensive Mittelfeldspieler macht das 2-0, 2-1, dreht die Partie also quasi vor der Pause noch. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und setzt sich dazwischen, dass der Verteidiger dort nicht hinterherkommt. Tor unterzubringen. Und dann steht's 2-1. Die Nummer 17. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht raus im Kopf, was es ist. Barcelona muss also den Rückstand hinnehmen. Spiel läuft im Moment nicht aus ihrer Sicht. Ja, so kann man es auch mal eben. Dembélé. Dembélé. Dembélé mit der Flanke. Aus dieser Ecke. Hereingabe wird also erstmal nichts. Barcelona will diese Ecke natürlich jetzt zum Ausgleich nutzen. Ja, klar. Die Ecke kommt rein. Die Abwehr holt sich den Ball. Ja, das ist mal weit, weit raus, ist der Nummer. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Und jetzt Lewandowski. So, die Chance jetzt. Oder ist Simon. Und Simon. Also jetzt irgendwie mit dem 2-1 vor der Pause retten. Die wollen den Ausgleich. Da ist der Schuss. Unfassbar. Der passt sogar noch. Kessié. Entscheidend ist, dass der Ball noch abgefälscht wird. Da bist du dann machtlos. Dann ist der nicht mehr zu halten. Ja, einfach mal an allem vorbei. Ich wollte ihn rausklären. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. Muniain.
der jetzt ein bisschen Tempo mal über die Außen geht, aber der läuft halt keiner mit. Und Roberto, der das gut erlöst. So, Pause in dieser Partie. Ja, 2-2. Jetzt können die Gäste noch nicht zufrieden sein. Noch haben wir hier ein Remis. Sie haben den besten Sturmwolf und das zeigen sie auch heute wieder. Zwei Tore schon. War nicht mal ein Stürmer, es war ein offensiver Mittelfeldspieler. Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen, dass wir das Ding gefangen haben noch. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Aber es ist halt Barcelona, ne? Ah, toller Pass. Ah, fühlt sich viel Platz da außen auf der Bahn. Ja, schön gemacht. Und dann Kessié, der das Ding da aber zuläuft, der den Ball. Lewandowski. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Muni ein, jetzt mal mit Tempo, wir sind über die Außenbahn. Als nächstes steht dieses Spiel in der UEFA Champions League an für den FC Barcelona. Das auswärts gegen Inter Mailand. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Jetzt! Sanchez, 2-3. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute. Kurzhitter scheitert noch. Anders Segen. Und den Abpraller nutzt halt Sanchez. 3-2, erneute Führung. Und die 17. dürfte Christensen sein. Ex-Gladbacher. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Aber zu 100% bin ich auch nicht sicher. Aber ist egal. Das ist auch nicht jetzt unser Thema. Flanke jetzt von Dembélé. Und der Gott, ist Gott, wohl erstmal vorbei. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Bilbao ist bei der Statistik zum Ballbesitz in der heutigen Partie das schwächere Team. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen oder... So, stopp, jetzt genau hinschauen. Jetzt ist er wieder drin. Boom, Junge, 4-2 in Barca. In Barcelona. Bei Barca. Ja, wollte gerade sagen, dass der Iñaki nicht trifft heute. Ja, und damit, je nachdem, wie gesagt, haben wir uns statt jetzt unsere Hausaufgaben erledigt. Einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. 65. Minute, also ein bisschen haben wir noch, also mehr als eine halbe Stunde, vielleicht mit Nachspielzeit. Für Barca muss jetzt nochmal wieder rankommen. Leichter Ball für Unai Simon. Ah, schade. Die Idee war ganz gut, aber die Umsetzung nicht. Sergio Roberto. Und jetzt Lewandowski. Gefährlich. Der hat das früher eins so gemacht. Er gibt Elfmeter. Es gibt einen Handelfmeter für Barcelona. Also sorry, das Ding ist noch nicht durch. Gerai. Naja, das war für mich kein klares Handspiel, aber scheinbar wohl er wohl dran. Du Arsch. Ich bin viel zu früh gesprungen. Ich bin viel zu früh runter rüber. Ja, das Thema ist lange noch nicht durch. Ja, jetzt war dem 4-2 doch ein bisschen sicherer. Aber jetzt ist wieder. Gutes Taking. Das gibt Freistoß für Barcelona. Für was? Für was fällst du schon wieder Freistoß? Auspass. Freistoß kommt in den 16er. Er gibt schon wieder. Ey, was gibst du jetzt? Fällst du dann wieder das Spiel jetzt wieder kaputt oder was? Ey, da pfeifst du wieder, scheiß Spiel schon wieder kaputt. Nee, das war doch never.
der Ausgleich werden. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Unfassbar, Dankeschön, Schiedsrichter. Also jetzt sind einfach kurze Zeit 12 Meter und einen Freischuss gegeben für Gegner. Unfassbar, da nimmt er mir gerade mal einen Kumpel. Und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Ja, der Pass kommt richtig gut. 15. Tor für ihn mittlerweile. Es sah alles so toll aus. Sie sind vorne. Und die drehen die Partie. Robert Lewandowski, Viererpack. Jetzt knallt der mir innerhalb von nicht mal, keine Ahnung, 10 Minuten vielleicht. 3 Dinger war ich noch. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier. Und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Was bei. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist halt das Problem an der Summe. Was machen wir jetzt? Ich krieg's momentan nicht gebacken da hinten drin. Also jetzt laufen wir tatsächlich den Punkt. Wir waren 4-2 weg. Die Punkte waren eigentlich unter Dach und Fach. Und dann greift der Schiedsrichter so ein. Er gibt den Gegner 2 Elfmeter meiner Meinung nach, die nicht wirklich was mit der Elfmeter zu tun hatten. Könnte der Ausgleich sein. Ausgleich, 5 beide. Das ist jeder mich gerade an das Spiel gegen Atletico. Das Tor aus kurzer Distanz hier. So, jedenfalls den Treffer gemacht. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Ein weiterer Treffer. Jetzt ist hier tatsächlich wieder alles offen. 5-5 der Zwischenstand. 6 Minuten sind noch zu gehen. Sanchez. Platz für den Konter jetzt. Der hat, wie gesagt, 3. Der hat ja auch schon 3 Nüsse heute. Könnte die 6-5. Und das Tor, sie führen. Und das kein Abseits. Der Fall gibt's jetzt laufen. Er lässt es laufen. 6-5 für Balba. Wieder das Spiel gedreht. Wie gesagt, erinnert mich an das Spiel gegen Atletico. Da gab es nämlich diese 7-6 zu Hause. Jetzt steht man, führt man 6-5 in Barcelona. Wieder macht er das Sanchez. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Ja, diesen Blitzdreierpack von Lewandowski gekontert. Mit nochmals an 2 Toren. Er hat nämlich jetzt auch wieder 3. Er hat auch 3, ne? Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In sieht so aus, ja. Ist hier Schluss und sie haben die Führung. So, jetzt wieder noch ein Treffer. Den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Eine Minute noch. Jetzt können sie vielleicht kontern. So, Sanchez kann sich absetzen. Sanchez, Sanchez! Ah, toll gehalten. Klasse Tackling. Ja! Yeah. Ja, ja, ja! Danke schön! Ich dachte mir, die pfeifen mir das komplette Spiel nochmal. Und dann gewinnen wir das Ding noch in Barcelona. Das ist am Ende egal. Sieg ist Sieg. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Sieg eingefahren, überragend gespielt, das war, glaube ich. Wieder einen ganz, ganz großen niedergekämpft. Super Auftritt. Und so kann man vielleicht Meister werden. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Also Lewandowski, Viererpack, wie gesagt, nachdem sie mir tatsächlich das Spiel komplett rausgenommen haben. Valencia unterliegt Atletico 0-3. Jo, dann haben wir's. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's nach Sevilla, oder gegen Sevilla, ne? Bis dann, tschüss.